Ah, Bulli, er macht seinen Namen alle Ehre. Alle Ehre! Er unterbricht einfach das Mutter- und Kindgespräch zwischen Fox oder Forecaster und der Iron Lady. Ah, na, dann gehen wir zu Schmierko. Klar, nach dem, was du so über Schmierko erzählt hast, könnte es interessant werden. Dann lass uns gleich gehen. Wir müssen noch ein wenig suchen, bis wir ihn gefunden haben. Natürlich. Also höchstwahrscheinlich ist er in diesem Areal da vor uns irgendwo. Warum gerade hier? Mirko steht auf Hinterhalt und geschützte Umgebung. Irgendwie stinkt das hier nach ihm. Wir werden ja gleich sehen, ob ich recht habe. War gut, wenn etwas nach Hinterhalt stinkt. Ganz voll, der kleine Heiltrank. So, okay. Dann gönnen wir uns mal diese kleinen Viecher hier. Freistoß! Ah! Das Ziel ist es, über die Ecke die zu hauen. Freistoß! Ah, nicht. Und nicht über die Klippe. Die Hälfte von dem, was er dir erzählt. Er ist ein notorischer Lügner. Klingt ja sehr sympathisch. Da wird er sterben, wie es ausschaut. Da ist er ja. Er raucht eine. Ach du Scheiße, was sehen meine entzündeten Augen denn da? Bulli, du alter Scheißhaus. Ich dachte, dich hätten schon die Ratten gefressen. Ja, es gab Tage, da wäre es fast so weit gewesen. Ach komm, erzähl doch keinen Scheiß, Mann. Du warst doch immer der Stärkste von uns Wüstenteufeln, oder etwa nicht? Was soll dich schon kaputt machen? Während du den Job als rechte Hand des Dukes hast, hängt unser einer in der Wildnis rum. Du hättest den Job doch gar nicht haben wollen, also erzähl doch keinen Mist. Tja, ganz wie du meinst, Kumpel. Aber du bist doch nicht hier, um mir das zu sagen, oder? Nein, der Duke will ein Ding drehen. Und er sagte, du wüsstest schon davon. Ach ja? Tue ich das? Na, dann lass mal hören. Worum es geht, weiß ich nicht genau, aber er gab mir ein Passwort. Das Kalb geht zum Schlachter. Das heißt, du weißt echt nicht, worum es geht? Nein, und es ist mir auch egal. Ihr macht das schon. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Der Auftrag bedarf einer gewissen Vorbereitung. Und je eher ich damit anfange, desto schneller sind wir damit fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns, Kollege. Ja, wir sehen uns. Ich glaube, mein Hinterhalt. Habe ich mich da gerade ein bisschen getäuscht oder war das? Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Kann sein, dass er meine Visage vergessen und darum einen nervösen Finger hat. Danke für die Warnung. Mir kam vor, der hat die gleiche Stimme wie der Duke. Wir sollten Mirko besser mal aufspüren, bevor er seinen Standort wechselt und wir wieder von vorne anfangen dürfen. Sind direkt hinter ihm. Okay. Ob sie sich damals genauso gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben? Da auch aufrennen kann, ohne über jede Stiege zu stolpern. Was wollte ich sagen? Mirko hatte das gleiche Gesicht wie der Duke Baxter. Oh, da habe ich doch alle schon umgebracht. Bevor du fragst, nein, ich will es nicht wissen. Wie bitte? Ich meine, das scheint echt ein großes Ding zu sein, was der Duke da geplant hat. So wie ich die Reaktion von deinem schmierigen Freund interpretiere. Hör auf, mich damit zu nerven. Es muss mich kalt lassen. Ich habe jetzt den Botendienst zu erledigen und fertig. Der Duke wollte doch, dass es so läuft. Das musst selbst du mit deinem Dickschädel zugeben. Mag ja sein. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber... Mann, es ist nicht zu ändern. Und jetzt halt die Klappe und lass uns weitermachen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich den nächsten Wüstenteufel aufspüre.
Jags. Ja. Wir gehen zum Doktor, machen die fette Mission weiter. Und ich verlässt die Gruppe. Na, wo sind wir denn jetzt? Ah, ich weiß schon, wo wir sind. Das ist doch scheiße. Wo bin ich? Ich hatte wieder einen dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Na gut. Da gehen wir zu Adam. Zuerst Familiengathering. Das macht es auch nicht mehr ungeschehen. Aber ich muss irgendwas tun. Kümmere dich um dein Leben. Wir haben schon viel zu viel Zeit vergeudet. Oh Mann. Mein Junge. All die vielen Jahre. Dieser Drecksack. Ulf soll dafür büßen, was er uns angetan hat. Das macht es auch nicht mehr ungeschehen. Aber ich muss irgendwas tun. Und vergiss... Ich danke dir, dass du mich gefunden hast, Fremder. Dein Freund hat eine gute Nase für fast aussichtslose Situationen, so wie es aussieht. Nicht nur das. Er hat auch ein gutes Timing. Ich stehe in deiner Schuld, Jax. Schon wieder. Wirst du bei uns bleiben? Nein, ich muss wieder zurück. Ich will nicht, dass sie nach mir suchen. Ihr sollt hier oben wegen mir keine Probleme bekommen. Aber du kommst doch wieder zurück? Jetzt, da wir wissen, dass wir einander nicht verloren haben, werden wir die Zeit finden, uns wiederzusehen. Doch jetzt haben wir erst einmal unsere Aufgaben. Ich muss meinen Beitrag in der Grotte leisten und du hast deine Pflichten hier oben. Soll ich dich begleiten? Ich bin eine Morkon. Mach dir keine Sorgen. Wir werden uns finden. Ja, das werden wir, mein Junge. Was? Was wirst du jetzt tun? So sehr ich mich auch über meinen Vater ärgere. Ich weiß, das bringt mich kein Stück weiter. Ich habe den Plan, mich bei den Berserkern zu rehabilitieren, immer noch nicht verworfen. Im Moment habe ich allerdings noch keine Idee, was das sein könnte. Aber ich gebe dir Bescheid, sobald ich es weiß. Für dich zu kämpfen, ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Bis dahin bleibe ich natürlich an deiner Seite und werde dich weiterhin unterstützen. Ich habe dir viel zu verdanken und stehe in deiner Schuld. Hey, was ich dich noch fragen wollte, du drehst doch jetzt nicht völlig durch, oder? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas... Ich kümmere... Wohin diesmal? Zur Brücke. Schön. Da gefällt's mir. Ah. Verdammt, wo bin ich? Wieder einer dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Ja. Wir hatten schon diesen Aussetzer. Kopf. Verdammte Infektion. Ah, mein Kopf. Ja. Oh. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgend... Verstehen. Welche Dinge mit mir. Dann mache ich das jetzt am besten. Hättest du ein weiteres Mal ein wenig Zeit für mich übrig? Möglicherweise. Worum geht es? Ich möchte die nächste Stufe der Menschlichkeit erlernen. Jemandem zu helfen, der sich in Not befindet, ist doch zweifelsohne eine sehr menschliche Tat, oder? Natürlich. Jetzt sag aber nicht, dass du jemanden brauchst, der sich in Gefahr begibt, aus der du ihn retten willst. Das brauche ich nicht. Es gibt diesen jemand bereits. Der Jäger Rolf wird von wilden Tieren in seinem Revier bedrängt. Ich schätze, wenn wir ihm nicht helfen, dann wird er diesen Kampf verlieren. Du weißt, dass einer unserer Leute in Lebensgefahr schwebt und wir stehen hier herum und debattieren darüber? Verdammt! Falk! Wo ist er? Wo ist dieser Jäger?
Es ist Rolf. Er ist in seinem Revier. Etwa dort, wo wir die Flusskriecher erlegt haben. Du weißt schon wo. Dann sollten wir besser keine Zeit verlieren und Rolf helfen. Sag ich ja. Also, los geht's. Ja, ich war... Ja. Ich teleportiere mich jetzt. Mitkommen. Selbstverständlich. Dann machen wir das schnell. Ach, nicht in die Richtung. Wow. Oh. Jetzt, wenn ich den Berg runterfliege. Tot. Ich sehe gar nichts. Das schaffen wir doch. Ein Kill geklaut. Machst du auch immer mal wieder eine Wartungsroutine, so wie meine Drohne? Ich bin eine Maschine. Maschinen machen solche Dinge. Und danke der Nachfrage. Ich funktioniere den Umständen entsprechend gut. Oh. Ach, verdammt. Sind sie weg? Immerhin lebst du noch. Dieser Drecksack von einem Androiden hat genau gesehen, dass ich von diesen Mistviechern bedrängt wurde. Ja, glaubst du denn, er hätte auch nur einen Finger gerührt? Weggelaufen ist er. Tut mir leid. Ich handelte nur nach bestem Wissen und Gewissen. Halt jetzt bloß deine blöde Fresse. Danke für deine Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal meine Wunden versorgen. Wir sehen uns. Und du Arschloch gehst mir die nächste Zeit besser aus dem Weg, ist das klar? Natürlich. Ah, tja, was soll ich sagen? Reden wir besser nicht mehr davon. Ich danke dir für deine Unterstützung, aber ich glaube, ich muss mir die jüngsten Ereignisse erst einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen. Mach das, wir reden später. Danke. Ich... naja. Ah, Mist. Ah. Oh. Mitten in einem Zeitgebiet rein, sehr schön. Ah, oh, hat er schon immer Falk geheißen? Hat er nicht Frank mal geheißen? Scheiße. Schau mir das mal ein. Was mache ich hier? Was habe ich gemacht? Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Und dein Nest gelandet. Ein bisschen krank. Nein, hör auf, Schaden zu nehmen. Gott, der mit Sharks. Nächste Viech, das auf mich zukommt. Ja, die Dinger trifft man doch nicht. Ich dachte mit Casadore. Oh, nicht gut. Goddammit. Schaden. Nein, nicht diese Waffe. Nur nicht diese Waffe. Verdammt. Mein Bestreben, die Menschheit einen zu wollen, wurde über die Jahre ziemlich strapaziert. So behielt ich zu keiner der Fraktionen je ein dauerhaftes Verhältnis. Wer weiß, wie es diesmal sein wird. Was? Redest du da? Oh. Oh.
sind wir denn hier überhaupt? Da war ich auf jeden Fall noch nie. Wird doch sicher irgendwo ein Teleporter sein. Ist das da drüben einer? Schauen wir uns mal um hier. Ohne Teleporter sollte ich auf jeden Fall nicht aufbrechen. Nervige kleine Flugdinger. Ich will die gar nicht bekämpfen, die Dinger. War schon so nervig gerade. Das Ding schläft. Schaut nach dem Endturm aus, der Turm aller Türme. Oh. Turm aller Türme da drüben. Auf dem High Ground drauf und schauen wir, ob man die Depote irgendwo sehen. Ist so viel riesiges. Das Schwein gerade. So. Interessant hier. Ja, doch, sehr gut. Rotmoni, mein Lieblings-Bitch-Ding da. Auf jeden Fall keinen Kampf mehr. Auch finde auch nur Schrot. Einen Kampf bekommen. Oder auch nicht. Was seid ihr für Dinger? Raptor, Mensch. Hier. Können wir das mal darüber fliegen? Da ist er. Knapp. Was haben wir da, wenn dann was gefunden? Weiß ich noch mal, was ich sicher muss, hier zurückkommen. Gute. Wieder abgezogen. Dann schnell hier raus teleportieren. Oh.
Gehen wir nochmal schlafen eine Runde. Schneller. Dann machen wir die Mission. Außer es rennt mir wieder ein Follower in die Fresse und teleportiert mich an irgendeinen ungewollten Platz. Achtung, Commander, ich muss eine Meldung machen. Warum so förmlich? Was ist los? Ich habe eine seltsame Situation entdeckt, Commander. Seltsam? Was ist denn das für eine Wortwahl? Du meinst sicher etwas für dich Unerklärliches. Verstehe ich das richtig? Ja, Commander. Ich habe den Androiden Falk die letzten Tage des Öfteren die Bastion verlassen sehen. Und zwar ganz allein, ohne offiziellen Auftrag. Falk ist ein freier Mann. Er kann tun und lassen, was immer er will. Schließt das auch geheime Treffen mit Auftragskillern ein? Du weißt, ich gebe eine Menge auf dein Urteil, aber das jetzt. Falk trifft sich in vielen der oben genannten Fälle mit einem Mann namens Connor. Laut meiner Datenbank ist er ein vielfach gesuchter Mörder. Das klingt tatsächlich etwas seltsam. Mir gegenüber hat er jedenfalls noch nie etwas über einen Connor erwähnt. Ich markiere dir den aktuellen Treffpunkt der beiden in deinem Adjutor. Er ist unweit der Bastion und sollte schnell zu finden sein. So wie sich die Situation abzeichnet, ist Falk gerade in diesem Moment auf dem Weg dorthin. Okay, danke, Kleiner. Ich sehe mir das mal an. Stand by. Mitkommen. So, komm mit. Ich habe den nächsten Wüstenteufel aufgespürt. Gut. Und wo ist er? Wir müssen in die Ruinenstadt. Thompson Town? Ja, irgendwo da. Hey, folgendes. Ich weiß ja nicht, ob das bei dir normal ist, aber... Ja, ich... Gut, lass uns nach Thompson Town deinen nächsten Wüstenteufel jagen. Ich wünschte, es wären tatsächlich nur Wüstenteufel. Also diese Biester, meine ich. Egal, lass uns gehen. Oh, ich komme nicht zum Malern. Irgendwo wirklich? Hier hat er sich verkrochen. Wir müssen jedes Loch untersuchen. Das könnte eine Weile dauern, bis wir ihn gefunden haben. Wie heißt der Kerl eigentlich, den wir suchen? Sein Name ist Bender. Wir nannten ihn auch immer den Trickser. Glücksspiel, Weiber, Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Sowas hatte er drauf. Futurama. Na, dann fang mal an zu suchen. Ich bin hinter dir. Futurama-Quote. Irgendwie... mein Kopf. U-Bahn rein. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ganz schön dreckig hier. Nach deiner Beschreibung kein sehr passendes Ambiente für einen Gigolo. Wenn die halbe Welt hinter einem her ist, dann hat... Pass auf! Pass doch selber auf! Zivilisation. Hier siehst du, was dabei herauskommt. Scheiße. Wo bin ich stehen geblieben? Bender hat also viele Feinde. Auf jeden Fall eine Menge Spielschulden bei ziemlich einflussreichen Leuten. Wenn die halbe Welt hinter einem her ist, dann hat man manchmal nicht die Wahl. Aufpassen jetzt. Doch so eine Futurama-Route. Das Ding geht nicht. Dude! Der Nachbar ist eine Panzerschrecke. Was stimmt mit dir nicht, Panda? Wir sollten Bender besser schnell finden.
Sag mal, bist du das, Bully? Hm? Ja, ist ja der Wahnsinn! Hey Mann, ich hab dich ja ewig nicht gesehen! Wie geht's dir denn? Bist immer noch der Schoßhund vom alten Baxter, was? Ach, halt die Fresse, das weißt du ganz genau. Tja, das ist wohl der Preis für das hohe Amt des Bodyguards. Hattest du nicht mal gesagt, du seist Baxters rechte Hand? Baxter hat viele davon, je nachdem, wen er gerade am meisten braucht. Was willst du hier? Du bist doch nicht etwa wegen mir in dieser trostlosen Gegend. Tatsächlich bin ich das. Ich soll dir vom Duke ausrichten, dass er mit den Vorbereitungen zu eurem nächsten großen Auftrag fertig geworden ist. Das hört sich doch gut an. Was habt ihr noch? Er gab mir ein Passwort für dich. Aha, lass mich raten. Das Kalb geht zum Schlachter, richtig? Wie ich sehe, weißt du schon Bescheid. Dann habe ich hiermit meinen Job erledigt. Warte mal. Scheint so, als hättest du absolut keinen blassen Schimmer, worum es dabei geht, oder? Das stimmt. Baxter hat es mir momentan untersagt, dass ich bei den großen Dingern mitmische. Oh, okay. Das wusste ich ja nicht. Dann werde ich dich auch nicht in Versuchung führen, ha? Besser nicht. Das bringt uns beiden nur wieder Ärger ein. Davon habe ich im Moment schon mehr als genug. Das sehe ich. Du redest von deiner Begleitung hier, was? Lass mich raten, wieder so ein Aufpasserjob? Das ist eine andere Geschichte. Schon gut, ich bin da mal weg. Hab ja was zu tun, nicht wahr? Hau rein, bis denne! Oh, Crowley ist auch dabei. Guter Mann. Oh. Ich will dazu gar nicht sagen, dass Baxter im ganzen Dunklen untergegangen ist. Oh, was sagst du dazu, Baxter? Aus wie vielen Männern bestand der Gang? Damit. Vier. Wir Wüstenteufel waren zu viert. Okay, zwischenzeitlich gab es noch einen fünften, aber der ist weg. Wie weg? Wo ist er? Einige behaupten, er sei in einen Gleiter der Alps gestiegen und damit abgeschmiert. Andere sagen, er sei mit seinem kleinen Bruder in den Norden gegangen. Keine Ahnung. Er ist weg. Und das war's dann. Der nächste Kern ist jedenfalls der letzte ehemalige Wüstenteufel, dem ich Baxters Passwort flüstern soll. Sein Name ist Ted. Wenn ich ihn gefunden habe, dann gebe ich dir Bescheid. Ja, war das eine Ray? Mitkommen. Komm mit. Ich bitte dir, Bulli. Wenn Krone mich schon mitten hier rein folgt, oh, mitkommen. Wieder zurück zu Falk. Oh, was für ein guter Robot. Ich sehe dich, ich sehe dich. Sorge, ich habe dich gesehen. In der zweiten Fabrik, da waren wir schon 10 Mal. Oh, abhören. Ja, reparier sie einfach mal. Jetzt nehme ich sie zu Falk mit. Was haben wir hier? Alles haben wir hier. Aber auch Spott. Und ein Muckefog. Neben. Gute Arbeit. Fettes Rudel. Dann gehen wir halt Rudel zerlegen. Oh, das ist zerrissen. Schon zu nahe kommen. Was für Typen? Handlanger! Ups! Okay, anscheinend sterben die jetzt.
Er ist Otis. Das hätte ich gar nicht drücken dürfen. Oi, Mädel. Daneben geschossen. Er wollte gerade eine Granate werfen. Tschüss. Oh, also lebt ihr noch. Oh, gib mir deine Blechschleuder, wo hat es hinschossen? Ich hätte gerade viel zu viel erwischt von diesen Typen. Verfluchter Jax. Ah ja. Geht ja was oben ab, ein Geschäft. Ach, Scheiße. Wer bist du denn? Falks Kumpel oder was? Ich hab schon so etwas geahnt. Das war das letzte Mal, dass ich dieser stinkenden Maschine vertraut habe. Ich. Falk steht nur da rum. Was ist denn im Ziel passiert? Alles klar, Falk, willst du was sagen? Hey, was soll der Blödsinn? Was meinst du? Meine Drohne erzählte mir, dass du neuerdings mit Auftragskillern und Mördern verkehrst. Hat sie das gesagt? Allerdings, meine Drohne sagte auch etwas von einem gewissen Connor. Er sei ein Mörder und du sollst dich mit ihm häufiger treffen. Und wenn man gesehen hat, wie unentspannt dein neuer Freund war, hatte meine Drohne ja offensichtlich recht. Tut mir leid, dass ich dir Kummer gemacht habe, aber... Ja, Kummer. Ich mache mir Sorgen um dich, Falk. Ich kann es dir erklären. Da bin ich ja mal gespannt. Connor gehört zu einer größeren Gruppe von Banditen. Sie nennen sich selbst die Sykes. Das wird ja immer besser. Connor hat sich für mich als hilfreicher Mentor erwiesen, was die negativen Eigenschaften der Menschen angeht. Negative Eigenschaften, Falk? Was hast du getan? Um menschlicher zu werden, habe ich eine Vielzahl von Aufträgen angenommen, die ich alle mit Erfolg absolvieren konnte. Aufträge? Was denn für Aufträge? Meistens ging es um das Töten von anderen Menschen. Vornehmlich solche, die leicht zu erledigen waren und die eine Menge wertvolle Dinge dabei hatten. Oh Mann. Im Gegensatz zu den Experimenten, die ich mit dir zusammen durchgeführt habe, sind diejenigen, die Connor überwachte, wie soll man es formulieren? Okay, komm, ich verstehe, was du meinst. Der böse Weg ist meistens der einfachere. Und ja, auch das ist menschlich. Ob mir das nun passt oder nicht. Aber ein ganz entscheidendes Detail würde mich dabei interessieren. Du hast die Inhalte deiner Experimente mit mir als dein Mentor immer selbst bestimmt. War das bei Connor auch der Fall? Nein, sowohl die Inhalte als auch die konkreten Missionsziele kamen ausschließlich von ihm. Falk. Wieso? Du bist der Auftragskiller für eine Bande mit ganz üblen Burschen. Bist du dir darüber im Klaren? Nun, ich habe doch nur... Du bist eine Marionette, ein Handlanger. Du tötest Menschen. Und das nur für Elixid oder andere Wertsachen. Menschen tun eine Menge irrationaler Dinge. Doch jemanden der eigenen Spezies zu töten, um sich daran zu bereichern, gehört zweifelsohne nicht dazu. Es erfüllt einen Zweck oder etwa nicht? Das ist bösartig, Falk. Es ist menschlich. Das hast du selbst gesagt. Also, wo ist jetzt mein Denkfehler?
Okay, vergessen wir die Sache, aber wir werden deine miesen Freunde loswerden müssen. Die Psykes? Warum? Was ist das Problem? Wenn du weiter mit mir zusammenarbeiten willst, dann wirst du diesen Kontakt zu ihnen abbrechen müssen. Diese Kerle haben dich momentan voll unter Kontrolle. Sie werden sicher ungemütlich, wenn du nicht mehr auf ihre Befehle hörst. Und ich glaube kaum, dass sie es dann auf sich beruhen lassen und auf ihre lukrativen Nebeneinnahmen verzichten werden. Das wäre möglich. Also, was ist dein Vorschlag? Wir räuchern die Psykes aus. Sag mir, wo ich sie finden kann. In Ordnung. Das werde ich. Sag mir einfach, wann du aufbrechen willst. Jetzt. Gehen wir und mischen die Psykes auf. Gut. Ich zeig dir, wo sie zu finden sind. Folge mir. Tschüss, Crony. Da drüben haben die Psykes ihr Hauptquartier. Die meiste Zeit steht es leer und die Psykes sind anderweitig unterwegs. Aber vielleicht haben wir Glück. Da war ich nur schon 10-mal drinnen. Geh du vor. Ich bin direkt hinter dir. Warum steht es mir zur Verfügung, Falk umzubringen? So ein Dreck. Das Letzte, was ich will. Falk umbringen. Lieber Frank. Dir zeig ich's. Wir haben mal Schrotflinten. Bürger. Hör ich das? Oh. Schleichst du rum? Warum schleichst du rum? Wo willst du hin? Willst du abhauen? Super Kick. Super Kick. Okay, dann haben wir hier noch. Au. Ja, den Trank, wenn er die anderen zwei nicht nehmen wollte. Weg mit der Shotgun. Nun, du hast ja recht. Der böse Weg ist zwar der einfachere, jedoch birgt er auch eine Menge Gefahren, die ich nicht leugnen kann. Ich glaube nicht, dass die Psykes einer Bitte nachkommen würden, die mich aus ihren Diensten entlassen würde. Einmal dabei kommt man nicht wieder heraus. Oh, wir spielen kein Renegade-Playthrough mehr. Wir sind Kleriker geworden. Selbst das Renegade-Typ würde ich Falk auf jeden Fall nicht abmuchsen. Das geht gar nicht. Du verdammter cool. So nicht, Freundchen. Okay. Oh, die Stimmen wechseln. Und dann wird er elektrisiert. Oder einfach am Boden vernichtet. Ja, da haben Wenn wir schon du das mal. Alles gewusst hast, wie konntest du dich dann darauf einlassen? Ich muss Risiken eingehen, sonst werde ich in dieser Welt nichts bewegen. Doch, das will ich. Auf hier. Ich Safe-Code haben für den Safe da drüben. Den ich nie aufmachen habe können bis jetzt. Fleisch haben. Dich mache ich lang. Ich will schon immer mal länger werden. Wow. Da hat noch der Fangen. Das ist wieder ein Raptor. Ja.
verfolgt? Wo ist der Typ? Oh, was zum... Auf herumzuklitschen, Alter. Unglaublich. Sehr gut, Frank. Zeig, was war das gerade für eine Explosion? Der andere eine Granate von oben geworfen? Ja. Okay, einen haben wir. Frank hat's erwischt. Nein, nicht Shotgunnen. Sehr gut. War es das jetzt? Ja. Sehr gut. Die Zeugs sind erledigt. Gut, dann können wir ja zur Tagesordnung übergehen. Nein, das können wir nicht. Du hast dich und vor allem andere Menschen in deinem Umfeld in größte Gefahr gebracht. Das kann und will ich nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich verstehe, aber was willst du denn machen? Ehrlich gesagt weiß ich das noch nicht. Ich werde mir überlegen müssen, wie ich wieder Vertrauen zu dir aufbauen kann. Ich muss mich auf dich verlassen können. In Ordnung, ich verstehe das. Ich werde mir ebenfalls Gedanken machen. Ja, das solltest du. So ein Debakel wie mit dem Sykes darf sich nicht noch einmal wiederholen. Okay, ich habe verstanden und werde mich danach richten. Jawohl. Ja. Ah, ich habe noch nicht fertig gelootet hier. Ah, schon wieder hier oben. Toll, toll. Scheiße. Ja. Wie cool, wie cool. Das. Ah. Ah, raus hier. Da waren wir doch schon mal. Ist doch scheiße. Ich kann mit niemandem mehr reden. Wo bin ich? Ich hatte wieder einen dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Ja, wir wissen's. Wir wissen's, Jax. Ja, mal Aushänger. Okay. Schauen wir mal, ob ich jetzt alles habe für den letzten Punkt bei den. Nein, zu wenig Gerissenheit. Habe ich ein Level Up bekommen? Habe ich auch nicht. Mist. Ich will doch nur die Adams Mission machen. Ist das zu viel verlangt? Die Adams Mission zu machen. Damit ich endlich mal diese Aushänger nicht mehr erleben muss. Und nicht die ganze Zeit irgendwo hin teleportiert werden. Das ist nicht effektiv. Nein. Das ist gar nicht effektiv. Oh, es... Okay, wer spricht mich jetzt an? Wer spricht mich doch an? Wer will? So, es wird Zeit. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Hast du wieder jemanden ausfindig gemacht, an den du dich rächen willst? So sieht's aus. Und er hat es mehr als verdient. Und wohin geht es diesmal? Der Kerl, den wir suchen, heißt Matt. Er hat sich bei den Klerikern eingenistet. Wir müssen noch einmal in die Burg. Du weißt aber schon, dass du beim letzten Mal achtkantig rausgeflogen bist, weil du dein loses Mundwerk nicht halten konntest. Na und? Diese Spinner machen mir keine Angst. Hör mal, du Vogel, eins noch. Hast du in letzter Zeit so wenig Schlaf gekriegt, oder was? Was hat dieser Mann denn verbrochen, dass du ihm auflauerst? Darüber will ich nicht sprechen. Ich soll dir helfen, einen Mann bei den Klerikern zu vermöbeln, ohne zu wissen, warum? Wie wär's, wenn du deinen Scheiß in Zukunft selbst erledigst? Er hat eine Menge Dreck über mich erzählt, okay? Reicht dir das? Und darum sollen wir uns mit den Klerikern anlegen, weil jemand irgendwas daherlabert? Schnauze, hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Falsche Reihenfolge, Checks. Ah, wie du willst. Gehen wir in die Burg, ich werde mir den Vogel mal ansehen. Na endlich! Da waren wir doch gerade. So, hier ist es. Ich wette mit dir, dass Matt hier ist. Was macht dich da so sicher? Er ist ein Schürzenjäger. Matt ist immer da, wo die Frauen sind. Oh. Ja, ja. Geh vor, ich bin hinter dir. Mein Kopf!
Na, ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Warum hängt sich da die Audio-Maus? Unfassbar. Das ist nett. Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Hey. Ach, Scheiße, was willst du denn? Siehst du nicht, dass du störst? Sieh an, wer sich hierher verirrt hat. Das blöde Grinsen wird dir gleich noch vergehen. Was denn? Was ist das denn für eine Begrüßung? Keine Umarmung? Kein Kuss? Halt die Schnauze, Matt! Du scheinst Nesty verärgert zu haben. Keine gute Idee. Ach ja? Bist du ihr neuer Macker oder was? Wie unangenehm. Ich habe nämlich gerade keine Zeit für sowas. Wenn du mich entschuldigst. Moment, du bleibst hier. Die Sache werden wir jetzt klären. Ach, immer diese eifersüchtigen Pisser. Du sollst mir also die Birne verbeulen. Ist es das? Hör mal zu, Spinner. Keine Ahnung, warum du dich von dieser Dirne vor den Karren spannen lässt. Aber ich kann dir sagen, das lohnt sich nicht. Für ihre große Klappe lässt ihre Leistung im Bett nämlich einiges zu wünschen übrig. Ich sagte, du sollst deine Schnauze halten. Ah, auf was haben wir uns da jetzt eingelassen? Ah. Yeah. Gib mir dein Elixit und ich bin wieder verschwunden. Ich höre wohl nicht richtig. Ich stehe direkt neben dir und du machst hier einen Kuhhandel mit dem Drecksack? Der Arsch kommt aus der Sache hier gefälligst nicht mehr lebend raus. Du Penner willst bei mir absahen? Ja, genau. Und zwar reichlich. Sonst wirst du mit meiner Waffe Bekanntschaft machen. Ach, Scheiße. Hier, nimm das. Und jetzt verschwinde. Ich will dich hier nie wieder sehen, okay? Hey, Arschloch! Was denn? Wir beenden die Sache hier und jetzt. So, dann werden wir ja gleich sehen, wer am Ende noch steht. Daneben, der Typ. Du schwingst immer daneben, Nesty. Was stimmt nicht? Kannst du ihn einmal treffen? Bitte triff ihn doch einmal. Komm, Nesty. Einen Schlag wirst du wohl treffen. Oh je! Gute Arbeit. Hey, lass das! Gute Arbeit, einen Schlag getroffen. Matt war also mal dein... Er war gar nichts. Wir hatten eine Zeit lang unseren Spaß und das war's dann. Keine große Sache. Sein Ding übrigens auch nicht. Wenn er nicht angefangen hätte, die Schnauze so weit aufzureißen und damit zu prahlen, das Arschloch. Du warst die Schwester des Dukes und damals eine Größe im Fort. Wer kann es ihm verdenken? Halt die Klappe, du Arsch. Du hast doch bestimmt Besseres zu tun, als über die alten Geschichten zu plaudern. War das der Letzte auf deiner schwarzen Liste? Nicht mal annähernd. Wenn ich den nächsten Kandidaten gefunden habe, dann bist du der Erste, der davon erfährt. Oh, Jarvis. Ja. Ah, ja, ja. Verstehe. Ich kann keine Mission mehr machen, weil das mich irgendwo umteleportiert. Verdammt. Das muss auch nicht sein, jedes Mal. Dawkins, dieser Mistkerl von einem Wissenschaftler. Ja. Er hat schon einmal versucht, mich zu manipulieren. Sein verfluchter Kontrollchip in meinem Kopf. Glücklicherweise hat er 2 Jahre nach dem Krieg gegen die Alps seinen Betrieb eingestellt. Verdammt, ich hier gar nichts mehr machen. Wieder einer dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Ich traue mich gar nichts mehr zu machen hier, ohne dass ich herumteleportiert werde. Ich hab's zum Schmied geschafft. Da tratscht mich hoffentlich keiner mehr an. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Peace out. Oder? Nee, mach. Schauen wir noch, ob wir wen finden. Wenn mich anquatschen will, dann machen wir die Stunde voll. Irgendwen findet man sicher doch. Box. Hör mal. Ich weiß ja, dass ich nicht der Einfachste bin, aber ich würde mir wünschen, dass du mir mal ein wenig mehr entgegenkommst. Sonst putze ich hier die Platte und du kannst deinen Scheiß alleine weitermachen.
Hast du mal eine Minute für mich? Natürlich. Ich habe mit den Jungs im Vorgesprochen und sie haben mir eine neue Aufgabe zugeteilt. Tatsächlich? Das kommt sehr überraschend. Was sagt dein Vater dazu? Ulf hält sich seit der Sache mit meiner Mutter sehr bedeckt und im Hintergrund. Das scheinen auch die anderen zu bemerken. Irgendwie bin ich in der Gunst der Warlords gestiegen. Irgendwer hat sie dazu veranlasst, mir wieder mehr Verantwortung zu geben. Kaya vielleicht? Hatte ich auch erst vermutet. Und ich habe die Warlords danach gefragt. Sie war es nicht. Würde auch nicht zu ihr passen, ich kenne sie. Hey, was ich dich noch fragen wollte, du drehst doch jetzt nicht völlig durch, oder? Egal. Ich soll mich noch einmal neu beweisen und ich will diese Chance auf keinen Fall vergeigen. Was genau sollst du für das Fort erledigen? Eine Gruppe Krieger ist in Tavar unterwegs und soll eine kürzlich aufgetauchte Gruppe Skyaniden beobachten. Ich soll sie dabei unterstützen, die Skyaniden auszuschalten. Wie wär's? Würdest du mich dabei unterstützen? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas... Ja, Aussetzer, wir machen das. Ich helfe dir, die Skyaniden in Tavar auszuschalten. Ah, ich hab gewusst, dass du mich nicht hängst. Also... Oh, das machen wir noch schnell. Vielleicht bin ich dann mal durch mit den Gefährten. Ich fürchte, geht's ja schon mächtig ab. Zu spät. Wir sollten uns beeilen, sonst bleibt er auf rumzureden. Verdammt! Er redet einfach herum. Sieht nicht gut aus. Pass auf deinen Rücken auf. Gib mir Feuermagie, die ist sehr overpowered, was ich gehört habe. Nope. Ja, das ist verreckt. Wer war das? Aufpassen, was ich kann. Nein! Der Serkerin hat's erwischt. Serkerin ist gerade wieder ins Wasser geflogen. Ja, richtig fett schon ab. Ist wieder mit der Serker draufgegangen. Nein, er ist noch nicht tot. Arbeit, Patrick. Das ist ein Privatduell da drüben. Da kann man eigentlich gern zuschauen. Möchte ich mich gar nicht einmischen. Ja, sehr gut. Wer da auch immer den Feuerball geschossen hat. Das Ding haben wir ausgeschaltet. Das Ding. Das haben sie doch gezähmt. Jetzt ist es nicht mehr zahm. Ein kleines Grüppchen Skyaniden, haben sie gesagt. Das hier sieht eher aus wie eine ausgewachsene Herde. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nichts anderes erwartet. Ich fürchte, das war's noch nicht. Pass auf, da kommen noch mehr. Ah, na gut. Ich wollte schon sagen und mich beschweren, dass ich da nicht looten kann. Aui. Das ist eine fette Horde. Nochmal. Sehr schön, sehr schön. Ja, dass es mich jetzt anschießt, wenn ich die Aufmerksamkeit von ihm gewinne. Eieiei. Okay, verstehe. Du nicht, Privatduell.
Captain Zack wird gleich mit dir Zack machen. Fliegen. Mist. Jetzt gebe ich ihm einmal die Chance aufzustehen. Eben diesmal. Sind doch schon alle tot fast da. Die nächste Berserkerin ist tot hier. Mal drüber looten. Habe ich Zeit zum Looten, sehr schön. Ah, bewusstlos. Mist, 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 Mist. Das Ding ist das nächste, was sterben wird. Du zuerst, der Kleine zuerst. Alle bewusstlos und tot. Ab, ist mir gekommen, sehr schön. So, so, Fox steht wieder auf. Verflucht, es werden immer mehr. Ja, dann, ich werde versuchen, hier die Stellung zu halten. Ja, auf herumzustehen und weiter. Hopp, der hat nicht die Stellung gehalten. Nein, die Stellung halten war gerade nicht seins. Das Ding versucht abzuhauen. Nein, Fox, wir fighten gerade. Mach lieber das Ding weg. Ich dachte, er wollte zu mir Mission abgeben bei mir. Gut, gut, geschafft. Verflucht, es werden immer mehr. Wirklich? Sollte da eine bessere Cutscene gerade sein? Verdammt. Dann passt das nicht. Das sieht nicht gut aus. Passt das nicht. Passt was nicht. Das ist doch geklitscht. Kommt uns Kaya jetzt retten? Ne, die klitschen alle. Kann mir jemand die echte Katzin zeigen? Ich brauch eine echte Katzin hier. Und kein Lego-Set. Vater. Lou, mein Sohn. Jetzt knutschen sie hier rum in den Monstern drinnen. Du bist gekommen. Ja. Ich bin hier, um deinen Arsch zu retten. Du verdammter Draufgänger. Aber sowas hast du für mich noch nie getan. Ich weiß. Ich habe eine Menge gut zu machen, mein Junge. Keine Ahnung, ob es mir je gelingen wird. Aber warum? Warum erst jetzt? Vielleicht haben die Ereignisse der letzten Tage mich wachgerüttelt. Ich habe viele Dinge erst jetzt erkannt. Vor allem, was ich dir und deiner Mutter all die Jahre angetan habe. Es fällt mir schwer, weißt du. Es tut mir leid. Ja, das sehe ich, Vater. Das ist ja rührend, aber wir sollten hier verschwinden, bevor sie noch mehr von ihren Kreaturen schicken. Dein Waffengefährte hat recht. Wir müssen wieder zurück und unser Volk beschützen. Du bist ein mutiger Krieger, Fox. Und du hast tapfer gekämpft, mein Junge. Wir brauchen dich im Fort. Ich brauche dich. Sei meine rechte Hand. Komm mit mir. Vielleicht werde ich das tatsächlich eines Tages machen. Doch ich habe hier noch eine Schuld zu begleichen. Und zwar bei diesem Mann hier. Er ist mein Anführer, mein Commander, mein Freund. Ich werde seine Seite erst wieder verlassen, wenn alle seine Ziele erreicht sind, die er sich gesteckt hat. Nur so kann ich zurückzahlen, was ich ihm schuldig bin. Ist gut, mein Junge.
Ich werde im Fort auf deine Rückkehr warten. Bei der Erde Magallans. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns, Vater. Ah, mein Kopf. Was hier passiert? Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Es ist alles herumgeklitscht. Scheiße. Alles herumgeklitscht. Jetzt habe ich auch weiße Sachen zum Looten hier, wenn dann. Produkt des Edex in sich. Nichts mal mit dem machen können. Oh. Ja. Ja. Das hier. Was bist du für ein Viech? Nein, ich habe keine Lust auf einen weiteren Kampf hier. Während alles noch herumklitscht. Sind wir hier überhaupt? Hier oben, okay. Naja, zurück in die Burg und fertig machen. Die Folge. Die super Folge, super Gefährtenfolge mit Glitch-Abschluss. Das ist so geil. Ja, danke fürs Zuschauen. Episode hier vorbei.